Wir sind hier auf dem Berenberg Master Sylt und haben eine riesige Ehre, den Schweizer Polospieler, den Cedric Schwere hier zu haben, der für König Immobilien wundervoll gespielt hat. Cedric, es ist so toll, dass du da bist. Erzähl mal. Es ist sehr toll, dass du hier bist. Ich meine, es ist immer eine Freude, dich zu sehen. Dankeschön. Erzähl mal ein bisschen, was war so dein Eindruck vom Turnier? Du machst ja auch unheimlich tolle Sachen neben dem Polospielen, Charity-Aktivitäten mit deiner Frau und so weiter, weltweit, glaube ich sogar. Magst du ein bisschen ganz kurz was berichten darüber? Ja, es ist natürlich so, ich habe immer gedacht, man sollte das irgendwie ein bisschen kombinieren. Da wird sehr viel Geld ausgegeben, lieber für Champagner und so. Und darum haben wir eine Krebsstiftung gegründet, die heißt auch Polo mit Herz. Und durch die Polospiele, die wir kennenlernt, suchen wir natürlich unsere Sponsoren, weil ein bisschen was abgeben, das hat noch niemandem geschadet. Wir machen die letzten Wünsche und probieren diesen Kindern dann noch irgendwas zu erfüllen, was sie sonst nicht machen können oder dass die Familien entlastet werden. Und am Ende ist halt immer gleich, man kann es leider nicht ändern. Nichtsdestotrotz, die Zeit, die sie hier sind, sollen sie das beste, möglichste medizinische Angebot und auch die beste Versorgung haben. Dann machen wir noch mit Mercy Ship, haben wir ein Projekt zusammen. Ich war auch selber schon in Conakry, habe da gekocht 4 Wochen lang für das. Es sind 2 Spitalschiffe, die einzigen, die nicht militärisch sind. Und das wurde so gemacht, weil man die verschieben kann, macht es natürlich mehr Sinn als ein fixes Hospital. Wow, das ist ja beeindruckend. Zum Anzug hier, zum Anlass hier ist natürlich super, immer ein riesen Aufbruch an Leuten, es macht enorm Spaß und manchmal haben wir Glück, manchmal weniger, aber wir probieren es dann das nächste Mal wieder. Wunderbar, toll, dass du da bist. 1000 Dank vom Nani Global Polo Magazine. Ciao, ciao. Tschüss, ciao.